Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir haben mit Aoife, der Kroganerin, geredet, mit Morden, unserem neuen Mitglied. Da hinten in dem einen Kommunikationsraum noch mit dem Typen und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir noch mit... Wo ist Wei hin? Eigentlich dachte ich, Wei wäre im VI-Kern. Away Weave. Gottes Willen. Warte mal, habe ich nicht sogar mit Weave schon geredet? In der letzten Folge? Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. So sagt man. Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Aoife bewundere. Mit der Genophage zu leben, muss eine unfassbare Qual gewesen sein. Und jetzt ist sie zu allem Überfluss auch noch die letzte Hoffnung ihres Volkes? Ein unglaublicher Druck. Für so etwas braucht man wirklich Mut. Hoffentlich können wir da mithalten. Ja. So. Wen haben wir denn noch so hier? Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Ja. Gutes Timing, Shepard. Ich habe Glyph ein paar Recherchen über Reef anstellen lassen. Was Brauchbares? Mehr Massenvernichtungswaffen in Auftrag gegeben als jeder andere kroganische Anführer der Geschichte. Nun, offensichtlich ist er gut bewaffnet. Der Großteil dieser Waffen wurde bereits bei Konflikten mit anderen Clans eingesetzt. Oder auch nicht. Zum Glück hat der Erdnord-Clan größere Vorräte an konventionellen Waffen vorgehalten und stellt daher nach wie vor eine beachtliche Militärmacht dar. Aha. E-Mail von Professor Kishan Dr. Urdul. Ich habe jenes Nachschubdepot rund um den Tigel angerufen und genügend reines Platin für das primäre Auslöse-Inlay zu finden. Unser Vorrat reicht nicht mal, um eine Kaffeemaschine zu beschichten. Eine Stunde später dockte ein Schiff mit 16 Tonnen Platin an, mit Empfehlung vom Shadow Broker. Dann flog es wieder weg, um weitere Materialien für das Projekt zu beschaffen. Der Kapitän des Schiffs hat mir später in einer E-Mail geschrieben, dass der Broker sich auch weiter um unsere Bedürfnisse kümmert. Das ist zwar großartig, aber ich werde meinen Computer auf Wanzen checken. Allianzverhörprotokoll. E-Mail von Kylie Sanders an David Anderson. David, diese Nachricht wird dich nicht so schnell erreichen, außer du findest auf der Erde eine funktionierende Extranet-Verbindung. Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht mal halb fertig und sie ist das atemberaubende, komplizierteste Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünschte, du könntest sehen, was wir hier bauen. David, es gibt mir Hoffnung. Pass auf dich auf, mir zuliebe. Mhm. Was haben wir hier? Upgrades. Aha. Was? Ja, warum müsste ich dafür nichts bezahlen? Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Grüße. Da schallest du ein bisschen verwirrend. Ach nee, ich will nicht auf Klo. Wen haben wir hier? Niemanden. Hier haben wir auch niemanden. Da ist ja der Hammer. So. Ich kann mir so ein Trauma gar nicht vorstellen. Sind Sie auch ganz sicher in Ordnung, Karen? Die Verschleppung durch die Kollektoren würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber das liegt hinter mir. Es geht mir gut. Aber ich muss ständig an die Erde denken. Und an all die anderen von den Reapern besetzten Welten. Was machen die Reaper mit den Bewohnern dieser vielen Welten? Während wir hier unseren Kaffee genießen... Wie viele Seelen müssen im selben Augenblick großes Leid ertragen? Millionen? Milliarden? Oh, Greg. Ich hab gelogen. Es geht mir nicht gut. Hm. Hallo, Commander.
Alles okay auf der Krankenstation? Ja. Mordin braucht nur etwas Platz, um mit Eva zu arbeiten. Er hat sie rausgeworfen? Oh nein. Ich hatte nur das Gefühl, im Weg zu stehen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich wieder hin. Aha. Sie wurde rausgeworfen. So. Hier ist niemand. So. Maschinendeck. So. Hier ist nichts Neues. Okay. Und die Shuttlebucht, da ist eh nichts. Also gehen wir wieder in das Kitz. Wo wir unsere nächsten Missionen machen können. Ja, wir haben immer tausende Missionen. So. Ich wollte mal gucken. Haben wir neue Welten des Universums freigeschaltet? Das würde mich mal interessieren. So, ach du Kacke. Wir haben die kroganische DMZ, den Pferdekopfnebel, den Nima-Cluster. Tatsache, wir haben echt neue Sachen freigeschaltet. Und was können wir alles machen? Also Isma-Grenze, ja. Weiß ich immer noch nicht. So, Aria Blue Suns. Da muss ich immer noch ein Artefakt finden. Das muss ich so finden. Die Rune kann ich nicht erreichen. Das muss ich so finden. Das weiß ich noch nicht, wie es geht. Na, zur koreanischen DMZ. Nach Tushanka. Die Attika Traverse. Und Tushanka. Also Tushanka, Attika Traverse und die DMZ. Das lässt sich doch bestimmt finden. Falls wir nach Tushanka können. Ist das Ding. Aber erstmal hier, koganische DMZ. Ach ja. So, wo ist denn der erste Planet da? Hier waren wir nämlich ganz sicher noch nicht. Vaul. Vaul ist ein riesiger Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, der nach einer alten kuganischen Gottheit benannt ist, die vor dem Pantheon nach Feinausschau hielt. Die Monde des Gasgiganten sind nach einigen von Vauls unzähligen Augen und Ohren benannt. Der einzige Grund, das Vaul-System zu besuchen, ist wissenschaftliche Neugier. Und sowas etwas haben Kuganer nicht. Ja, das ist wohl wahr. So. Da. Na. Ruam. Ruam, die kleinere Ark, die kleinere von Aralkat. Der kleinere von Aralax Wasserstoff Helium Gasgiganten verfügt über eine bescheidene Infrastruktur für den Abbau von Helium 3. Die starke Gravitation von Ruam macht den Export zwar ineffektiv, aber viele Besucher des Aralax-Systems lassen ihre Treibstofftanks an den Stationen von Ruam vollmachen. Die Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung betreibt eine Rumpfgarnison zur Überwachung des Verkaufs von Treibstoff an potenzielle subversive Elemente und Terroristen. Mhm. So, im Asteroidengürtel ist auch nix. Okay, weiter. Kuban. Kuban ist ein venusartiger Treibhausplanet mit gebundener Rotation, dessen Oberfläche permanent von Wolken aus Schwefel und Kohlendioxid verdeckt wird. Die erste Gruppe von Kroganern, die von den salarianischen Unterstützungsteams in den Orbit gebracht wurde, verlangte einen Flug dorthin. Die Salarianer dachten zunächst, den Kroganern wäre nicht klar, was sie dort erwartet. Der Planet ist nämlich nach einem mythologischen Paradies der Kroganer benannt, in dem sich ehrenvolle Krieger an dem Gedärm ihrer Feinde laben. In Wahrheit hatten die kroganischen Astronomen in den Jahren vor der globalen Ausrottung die Gegebenheit auf Kuban durchaus korrekt ermittelt. In den letzten 2000 Jahren galt Kuban immer mehr als ideale Prüfung für die Härte eines Kämpfers. Jedes Jahr versuchen einige Kroganer auf Kuban zu landen. Sie verlassen ihr Schiff nackt, um ihren Kroganertum unter Beweis zu stellen. Die Planetenoberfläche ist übersät mit den verrosteten Überresten ihrer Schiffe. Nur einer, Shad Norda, ist je lebendig zurückgekehrt.
wenn auch mit unzähligen gebrochenen Knochen und Schäden an allen vier Lungen durch Schwefelgase. Toller erholte sich von dieser Tortur und war bei seinem Volk hoch angesehen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1943 konnte er jede fruchtbare Frau haben, die er wollte. Mhm. Und Kaninen. Auf einer der Halbkugeln von Kaninen gibt es einen Einschlagskrater mit 700 Kilometern Durchmesser. Er heißt Renkat-Becken und in der Zeit zwischen dem Krachni-Krieg und dem Kurganischen Rebellion wurden dort Leichtmetalle abgebaut. Ressourcen von relevanter Konzentration gibt es darum schon lange nicht mehr. Und Durak? Ist Durak ein heißer sich Idiot? Durak ist ein kleiner heißer Steinsplanetoid, der im blendenden Licht des Sterns Aralak geradezu verloren wirkt. Hin und wieder bewildet sich aus den Gasen im kräftigen Sonnenwind Aralak kurzzeitig eine Exosphäre, aber schon kurz darauf werden die Gase wieder weitergeblasen. Der Planetoid verfügt über einige wenige Vorkommen wertvoller Schwermetalle, die von den Kroganern während der Hochzeit ihrer Macht sporadisch abgebaut wurden. In den letzten Jahren der Rebellion kam es wegen eines besonders ergiebigen Iridium-Vorkommens zum Streit zwischen den fünf Clans, die auf dem Planetoiden arbeiteten. Alle fünf Warlords stimmten daraufhin ein Palaver-Gespräch an einem neutralen Ort zu, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Unglücklicherweise hatten alle fünf vor, ihre Gegner zu hintergehen, und während sich die Anführer und ihre Sekundanten trafen, wurden sämtliche Basen gleichzeitig von Hochgeschwindigkeitskanonen zerstört. Nur mit der Nahrung in dem Wasser und der Luft in ihren Kampfanzügen ausgerüstet und ohne Möglichkeit Hilfe anzufordern, bekämpften sich die Warlords bis zum Tod. Die Überlebenden der fünf Durak-Clans auf Tushanka streiten bis heute darüber, welcher Warlord wohl als letztes noch auf seinen Füßen stand. Ja, das sind typisch Kurganer, weißt du, einfach Sichtweite bis zur Nase. Tushanka. Ein Bombardierungskrater radioaktiven... ich kann weiter suchen. Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Armung erschwerender Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Auf Tushanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders. Da gab es unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern. Ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren. Dort wurde dann in einer evolutionären Hexenjacht Leben vernichtet. Die Kurganer entdeckten die Atomspaltung und schon bald ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Eine kleine Eiszeit mit nuklearem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kurganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde am Lagrange-Punkt L1 eine gewaltige Plane angebracht. Sie wurde von der Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung instand gehalten, die im Kampfstationen im Orbit stationiert sind. So. Ich will sagen, wir machen erst das Serbos-Ding. Wieso können wir Morden und Reef nicht mitnehmen? Naja, dann nehme ich halt Idi und Garrus mit. Jo. So. Haben wir da was Neues? Ich glaube, ich habe hier, genau. Da habe ich doch einen neuen Waffenmod. Perfekt. So, das wollen wir. 8 Punkte habe ich. Aha. So, ziehen wird erhöht. Erhöht die Dauer. Ja, das ist auf jeden Fall nützlich. So, 4 Punkte, ich kann das schon nicht mehr machen. Edi hat 7 Punkte für Verbrennung. Okay, dann mache ich das hier. Gabriel hat auch 7 Punkte für die zerbrechende Munition, die er... Nee, dann lieber länger damit schießen. Shepard, Cerberus-Truppen landen abseits der Tushanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den Kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein. Aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Na, wunderbar. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen.
tun Sie das? Okay. Ja, es wird bestimmt ganz wunderbar. Aha. Hallo. Okay. Okay. Machen wir einfach. Wird schon nicht das schlimme Problem werden. Wow, da. Niemand zieht sich hier zurück. Hey. Ach, da ist ein Geschütz. So. Wow. Alte Rasterpläne untersuchen. Ja. Na. Huch. Nice. Wow. Eieiei. Das hat ja auch schließlich mehr Stil. Sie haben die Energieversorgung der Konsole unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los. Feinde im Anmarsch. Sie bringen so. Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Das klingt ja wunderbar. Handschuhe. Munition. Was haben wir hier so? Ah, hier liegt auf jeden Fall viel rum. Oh. Na. Ah, ich mag das mit dem Visier. Das hat schon. Was ist das denn? Nemesis? Was bist du denn? Oh. Naja, auf jeden Fall nicht sehr effektiv ist anscheinend. Echt? Wow. Ja, nur für den Nahkampf ist das Problem natürlich noch, dass die Pistole dann nicht mehr so geeignet ist, aber dann muss ich mich einfach darauf einigen, dass ich nicht ziele. Ah, ich sehe schon, die Kopfpräsenz wird deutlich höher. Hä? Wow, nicht gut. So. Na, komm schon. Warum so viele? Wow, da hinten. Wow. Eieiei. Ich seh dich. Müll bergen. Müll für 3000 Credits. So läuft das im Weltraum. So, was haben wir denn da? Ein Riegel. Ein Schokoriegel oder was? Mhm. Waren das alle? Ich sehe zumindest keine weiteren eigentlich. Aber wahrscheinlich gucke ich unten nicht richtig. Hä? Ach so. Ich muss da bleiben. Jetzt verstehe ich. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Okay. So viel Munition, die hier rumliegt, ne? Wow. Das Munition ist eigentlich kein Problem. Ich habe keine Deckung gerade übrigens, Leute. Nur so. Als Typ.
Na, wunderbar. Oh, der ist ja noch gar nicht tot. Wir brauchen mal wieder eine... Na, kommen Sie doch mal, sterben Sie doch mal. Ach komm, was hat der denn gemacht? Die Leiter genommen, natürlich. Hier haben sie gleich. Alter, wie viele kommen denn da noch von Cerberus? Ach komm. Wow. Mein Schild ist down. Und schon wieder nimmt er die Leiter. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir müssen vorrücken, damit da mal was passiert. Ich gehe auf die Pistole. Das wird doch so, sonst nix. Ach was, echt? Ihr leidet Verluste, merke ich gar nicht. Okay, das ist gerade ganz schlecht. So Leute, das war's mit euch. Der Sanitäter bringt dir jetzt auch nichts mehr. So. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Feuer! Wow. Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole, direkter Treffer. Ein wunderschöner Anblick. Okay, gute Arbeit von allen. Sehr schön. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück. Aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Hackett Ende. Na dann, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.